Die Rebberge von Château-Livresan stehen in unmittelbarer Nähe zu manchem als Grand Cru klassifizierten Weingut. Im großen Bordeaux-Jahr 2005 präsentiert sich der Wein wie immer klassisch mit Cassisnoten, Zedernholz und würzigen Aromen. Er ist sehr elegant, finessenreich, noch ein wenig holzbetont und sehr, sehr lange nachhallend. Wir bewerten ihn mit 90 von 100 Punkten. Château-Livresan bewirtschaftet im Haute Médoc rund 50 Hektar Rebfläche und das in unmittelbarer Nähe zu manch großem Château. Dieser Cru Bourgeois ist eine barriquegereifte Cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Die Trauben stammen von Reben, die im Schnitt 25 Jahre alt sind und niedrigem Ertrag stehen. Im Glas haben wir ein mittleres Rubin. Im klassischen Bouquet haben wir Aromen von Brombeeren, Cassis, Kirschen, etwas Vanille und Zimt, Kardamom, Kakao, rauchige Noten, Bleistift, Paprika und Veilchen. Am Gaumen ist der Wein stoffig, er ist mineralisch, sehr elegant, facettenreich, mit feinwürziger Frucht, Massen von feinmaschigem Tannin, er verfügt über einen sehr langen Nachhall, noch etwas vom Holz geprägt ist. Der Wein harmoniert besonders gut zu Lammgerichten und Wild. Ein wunderbar klassischer Vertreter des Haute Médoc und nicht nur aufgrund des günstigen Preises, eine absolute Empfehlung. Wir bewerten ihn mit 90 für 100 Punkten bei einem Lagerpotenzial bis 2020. Im Bordeaux-Glas der Enoteca-Serie oder dem aus der Pure-Serie von Scholz Wiesel kann er sich wunderbar entfalten.